Das ist richtig gut. Es ist richtig gut, endlich wieder aufzutreten. Ich war 3 Monate lang zu Hause und habe nur mit meinen Kindern rumgehangen. Ist der Shit, keine Frage. Alles 3 mega geile Kinder, alle 3 absurd merkwürdige Leute. Mein Sohn, nennen wir ihn Oscar. So, mein Sohn, als er kleiner war. Wir hatten Oscar zu Hause und dann hatten wir noch einen Zimmermann, der ist auch Oscar. Und ich habe ihn aus irgendeinem Grund habe ich gerufen, ey, Oscar! Und mein Sohn kam um die Ecke. Und ich meinte, nee, der andere Oscar, er heißt auch Oscar. Und dann ist mein Sohn ausgerastet. Hätte ich einen richtigen 2 Minuten Wutanfall bekommen, weil er meinte, das, what? Ich bin Oscar! Ich meine, ja, aber kein Name gibt es nur einmal. Es gibt alle Namen öfter. Und er meinte, ja, wenn man nicht besonders schlau ist. What? Nenn mir einen Scheißnamen, den es nur einmal gibt. Und dann meinte er, ohne nachzudenken, Hornzel, Banzel, Wutschs. Und dann ist er weggegangen. Sein kleiner Bruder ist laut meines Nachbarn eine alte Seele. Das klingt merkwürdig, ne? Ich weiß, was der Typ sagen will. Er will sagen, das ist ein Mann, der gefangen ist im Körper eines kleinen Jungen, aber er hat bestimmt schon oft gelebt, er ist sehr weise. Dann höre ich meinem kleinen Sohn zu. Dann kam ich letztens in die Küche und er stand vor der Spülmaschine und guckte die an. Und ich meinte, was ist los bei dir? Und er sagte, das ist ja so praktisch, ne? Und ich meine jetzt mit der Spülmaschine, und er meinte, nein, aber wenn die Hunger hat, kann sie den Kühlschrank ja fragen. Und dann gibt er ihr was ab. Und ich habe versucht, mich so auf sein Niveau zu begeben und meinte, sind das Freunde? Und er guckte mich an und meinte, ja, was heißt Freunde? Ich sag mal, man kennt sich. Na, ich gemerkt, das stimmt, mein Sohn, das ist so eine alte Seele, aber nicht richtig doll alt. Die Seele meines Sohnes ist so ein Mitte-50-jähriger Bauunternehmer. Das ist so seine Seele. Und ich hoffe, er behält die. Ich hoffe, er kommt irgendwann in die Kita und ist immer noch exakt genau so. Und ich hole ihn ab und er zeigt mir das dann und sagt, ja, komm mal rein hier, du. Mann, bei, du. Nee, finde ich nicht. Ich finde das toll, was die jungen Leute hier so aus dem Laden gemacht haben. Ich finde das klasse, du. Das ist hier, ja, das ist so Bewegungsraum. Wir haben ja so einige, ne, der muss so... Nee, die brauchen viel mit Ballspiel und sowas. Und hier vorne haben wir... Ach so, ganz kurz, Papa. Das ist abgeholt, Tom. Ja, heute Morgen, Steif. Ja, mein, ja. Sauber bleiben, Tommy. Wo waren wir? Ja, sicher, hallo. das ist hier so, ja, ist die Bastelecke. Wir arbeiten hier viel mit Herbstdeko und sowas. Ja, naja, stehen die Frauen drauf, ne? Sag ich immer, dass sie mit ihren... Ja, sagt man nicht mehr laut, ne? Aber naja, weiß ja, wie sie sind, Papa. Die habe ich auch vorgeschlagen, dass wir zu Hause mal, dass wir da mal beigehen. Ne? Habe ich auch Mama gesagt. Ich sag Barbara, sag ich. Naja, hast ja gesehen, was ich mit dem Kürbis da, ne? Naja. Nee, Erfolg kannst du nicht studieren, sag ich immer. Das ist so. Ich hoffe, er bleibt so. Und dann habe ich eine Tochter. Und sie ist anders. Sie ist anders als die anderen beiden. Sie kam letztens morgens zu mir und meinte, Papa, wärst du lieber tot oder traurig? Ich meine, Diggi, das ist eine intens heftige Frage für 7.45 Uhr. Was geht bei dir? Warum fragst du mich das? Und sie meinte, ja, du bist doch im Moment immer so doll traurig und da muss ich das wissen. Und da habe ich gemerkt, ach krass, jetzt muss ich ihr erzählen von Depressionen. Weil ich war mein Leben lang depressiv und ich wusste, ich muss das meinen Kindern irgendwann erzählen. Mir war nicht klar, dass das jetzt sein muss. Und er meinte nicht so, ja, nee, pass auf, das ist eine Krankheit, das ist nicht schlimm, das hat nichts mit dir zu tun, du kannst nichts dagegen tun, manchmal hast du Zahnschmerzen, so, und dann gehen wir mit dir zur Zahnärztin und dann geht es dir besser, so, und ich habe Depressionen und dann gehe ich zu meiner Therapeutin und dann wird es wird okay, das hat nichts mit dir zu tun, das ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Und sie meinte, ja, aber wie fühlt sich das denn an? Und ich meinte, wie soll ich dir das erklären? Du bist 5. Weißt du, du wachst jeden Morgen auf und denkst, oh, es ist ein neuer Tag, ich kann kaum erwarten, was ich heute erlebe, juhu. Das habe ich noch nie gedacht. Noch nie. Weißt du noch, als du letztens dir beim Toben die Hüfte so doll angestoßen hast, dass du keine Luft mehr bekommen hast? So fühlt sich der Papa manchmal innen drin, wochenlang. Ja, habe ich auch gemerkt, bisschen doll. Bisschen toll für eine 5-Jährige. Und sie ist gut damit umgegangen. Sie meinte, ah, Papa, du brauchst doch nicht traurig sein. Ich bin doch da. Genau, da habe ich auch gesagt, ja, aber du hast ja keinerlei Ausbildung in dem Bereich oder so. Das bringt mir ja gar nichts.
Ja, ich glaube, meine Kinder sind nicht toll wegen mir, sondern trotz mir. Ich glaube, das ist das Ding. Das Einzige, was ich nicht will, ist, dass sie Till Reiners kennenlernen. Das ist deine Sendung. Nee, das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Das war's von mir. Danke. Okay. Moritz Neumeier. Das war super, oder? Das war richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ja, seid ihr bis zum Ende geblieben. Also es wird euch ja gefallen haben. Vertraut er mir jetzt, ne? Das ist gut. Das möchte ich jetzt direkt nutzen, euer Vertrauen. Abonniert das mal bitte hier. Das ist keine versteckten Kosten. Einfach abonnieren. Gibt keine Zusatzkosten. Und dann wäre gut, wenn ihr das anguckt, das Video, und das dann auch. Das sind beides super Videos, die ich nicht kenne. Aber die sind bestimmt super. Da mal einen bitte draufklicken. Ne, weil es hat euch ja jetzt gerade gut gefallen. Und dann wäre es schön, wenn ihr da auch mal was zurückgebt. Danke.